kaufen. So. Wurde vergrößert. Er ist jetzt größer. Laden. So, kaufen. Wunderblume. Ach du nee. Ich nehme mal eine Wunderwurzel mit. Gucken, wie viel das ausmacht. So. Dann gehen wir zu ihm. Hof. Ach so. Auf Stufe 5 habe ich dann 5 Behälter. Okay. Kombinieren. So. Dann geben wir was zu essen. Also jetzt guck mal. 6. 5. Habe ich mir fast gedacht. So, Level 3. Ich könnte den Schutz und Feuer so mal mitnehmen. Schutz eher mal mitnehmen. Dreimal Schutz. Ist in Ordnung. Oder dreimal Feuer. Dann hole ich mir jetzt gleich nochmal so einen Fupon. Bringen. Eigentlich brauche ich, wenn es nicht so viele Farben gibt, dann brauche ich gar nicht so viele. Ich brauche ja eigentlich nur einen, der ziemlich viel drauf hat. Na gut, maximal 2. So. Unterhalten. Kostet dich 30 G. Diesmal der Sandstrand. Du wartest, ich warte. Oh, was? Ja, ich muss noch mal zahlen. Dann der Steinplatz. Irgendwie habe ich es geahnt, dass man noch mal zahlen sollte. Und das sieht gut aus. Er hat einen gefunden. Jawohl! Okay. Okay. Dann hole ich ihn ab. So. Okay. Und hier soll es weitergehen. Ah, vielleicht bei ihm hier. Ja, es geht bei ihm weiter. Er ist nicht zu Hause. So, Inventar. Wir haben Mithril, Kohle, Rukella. Das heißt, Rüstung, Schmiede und Arznei. Dann werden wir das erstmal machen. Dann gehen wir erstmal zur Schmiede, die ist direkt da oben. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel ich brauche. So, Schmiede. Nicht reparieren, sondern verkaufen. Kohle. Das Problem ist, alles ist doof. Rüstung. Kraft geht eigentlich, ne? Aber ein bisschen mehr wäre nicht schlecht. Ein bisschen mehr wäre auch nicht schlecht. Dann haben wir ein bisschen. Haben wir zwar jetzt weniger Leben, aber dann sollte ich besser aufpassen. Ist das jetzt Waffe? Das ist Waffe. Rüstung. Rüstung. Rüstungsladen. Verkaufen.
Nitril und damit erweitern wir es. Wundervoll. Jetzt bin ich gespannt, was er... der Bürgermeister sucht uns. Noch eine Ansprache. Ich will nicht dahin gehen. Rüstungsladen. Kaufen, was haben wir denn hier? Okay, gezackte Rüstung. 2 LP, das heißt, ich krieg 3 dazu. Silberrüstung, ich krieg 2 dazu. Aber es macht mich alle schwächer. So, dann lasse ich das. Und einmal zu Arznei. Ist hier unten. Medizin. What's wrong? Ich wollte dir nur was verkaufen. Und damit wird das auch größer. Wundervoll. Das wurde vergrößert. Er hat jetzt bessere Medizin. What's wrong? Was hast du denn so jetzt? Erholungswasser. Mystisches Wasser aktiviert sich, wenn LP bei 0 sind. Halt 2 LP. Lebenswasser. Genau dasselbe. Glitzert aktiviert sich, wenn LP bei 0 sind. Könnte ich mal einen holen. Reinheitswasser. Habe ich hier genug? Noch. Und Medizinkraut wäre nicht schlecht gewesen, aber hast du ja nicht. Na gut. Dann werden wir mal zum Bürgermeister gehen. Mal gucken, was er von uns will. Okay, Tischnerdegel habe ich nicht mehr. Das wundert mich gerade. Nö. Nö, habe ich nicht mehr. Gut. Dann halt nicht. Ich habe irgendwie doch Tischnerdegel gesehen. Oder ich habe mich jetzt... Oder ich vertue mich jetzt. Das kann auch sein. Ab in den Versammlungsraum, ne? Ne, das ist Gästezimmer. Okay. Genau, hier hinten. Da bist du ja, Sword. In Ordnung. Jetzt sind wir alle versammelt. Wir haben jetzt von jedem gehört, wann er das Licht zum ersten Mal gesehen hat. Und alle haben davon berichtet, wie sie die Höhlen, wie sie durch die Höhlen geirrt sind, bis du gekommen bist und sie gerettet hast. Verstehe. Den Aussagen von Bürgermeister Roher zufolge bist du der Einzige, den das Licht verschont hat. War das Licht nicht wirklich das Fort? Und wenn dem so ist, woher konntest du das wissen? Ja, ja. Nee, warte mal. Ja, das möchte ich auch gern wissen. Ich glaube, du weißt mehr über die Geheimnisse im Dorf und wie alles passiert ist, als du zugeben willst. Sword, bitte sage uns, warum bist du als Einziger zurückgeblieben? Anela hat das Fort gebeten, mich zu verschonen. Anela? Ich hatte Anela auf der anderen Seite des Flusses getroffen, um ihr das Instrument zu geben. Wir haben uns eine Weile unterhalten. Plötzlich tauchte dieser Lichtwirbel auf und wollte mich verschlucken. Ja, und das Licht hat uns alle verschleppt. Das ist das Licht, das uns alle verschleppt hat. Naja, und als ich mich schon fast erwischt hatte, begann Anela auf das Licht einzureden. Sie sagte, sie würde mich nicht gehen lassen und bat mich darum, mich zu verschonen und dass sie alles dafür tun würde. Und dann hörten wir eine Stimme, die direkt aus dem Licht kam. Und so erzählt das Wort ihnen alles, was geschehen war.
Was? Du meinst, alles ist nur passiert, weil Anela das gesagt hat? Weil sie das Licht darum gebeten hat? Ja, das meine ich. Leute, hier sind alle verschwunden, weil ein kleines Mädchen ein Versprechen gegeben hat. Es ist die Schuld des Forts, aber wie konnte Anela so etwas sagen, ohne die Konsequenzen zu bedenken? Sei doch kein Narr. Meinst du, Anela wusste, dass so etwas geschehen würde? Ich hätte dasselbe gesagt, wenn ich hätte verhindern können, dass eine meine nahestehende Person entführt wird. Ich hätte auch nicht zugelassen, dass man mir mein Mädchen nimmt. Was für ein Mann bist du eigentlich, Sword? Stimmt, Sword. Du hast also tatenlos zugesehen, wie das Licht die arme Anela verschlungen hat. Was hätte ich denn tun können? Ein paar von... Mein Gott. Ich muss mir die Namen und die Stimmen merken. Das ist wirklich nicht so einfach, Leute. Ein paar von uns sind immer noch da draußen, entführt von diesen Fort. Und es ist deine und Anela Schuld. Sieh mal, wir freuen uns ja, dass du uns gerettet hast. Aber andererseits war es auch deine Pflicht, uns zu suchen. Das reicht dir zwei. Macy, Helmut, Schluss jetzt. Hier trägt nur einer die Schuld, und zwar dieses Fort. Auch wenn wir erwachsen haben, Schuld auf uns. Ich kann nicht mehr lesen. Und auch wir Erwachsenen haben Schuld auf uns geladen, weil wir die ganze Zeit über tätig untätig waren. Sie denken zu viel, Doc. Sword sollte besser auch die übrigen Dorfbewohner zurückbringen. Natürlich, das hatte ich sowieso vor. Das wollte ich hören. Und wenn du das so, wenn das so ist, stelle ich dir jede erdenkliche Waffe zur Verfügung, die du brauchst. Das gilt natürlich auch für mich. Auch ich helfe dir, soweit es in meiner Macht steht. Jetzt seid ihr beide plötzlich einig? Schon gut, Giglis. Sie haben recht. Ich hätte mehr tun können. Dann wäre das alles vielleicht nicht geschehen. Was soll das Gerede? Kippen wir uns einen Saft hinter die Biene, hauen wir uns auf Ohr und vergessen das Ganze. Helden, was redest du? Sword ist immer noch minderjährig. Minderjährig. Aber er ist ein Mann. Oder wenn nicht? Pah, spar dir weitere Ratschläge und widme dich lieber deinen Waffen. So befehl. Du könntest in jedem Fall eine Mütze voll Schlaf gebrochen, Sword. Dank deiner Hilfe werden alle Dorfbewohner von Web nach und nach zurückkehren. Und komm ruhig auf einen Sprung vorbei, wenn du hungrig bist. Okay, vielen Dank. Tja, Bürgermeister, was nun? Ich weiß immer noch nicht, warum das Fort das ganze Dorf mitgenommen hat. Warum sollte es so etwas tun? Sword, es war sicher nicht einfach. Danke, dass du uns alles erzählt hast. Wir wissen das zu schätzen. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr lesen, Leute. Ich kann nicht mehr lesen. Es ist auch gerade ziemlich warm. Es ist wieder ein Aufnahmen. Ach, ich will auch nicht da rein. Leute, zurück. So, was müssen wir jetzt tun? Irgendwas müssen wir machen. Vielleicht schlafen gehen? Das könnte sein. Dann gehen wir eben kurz schlafen. Mal schauen, ob was passiert. Ich sag erstmal nein. Sieht nicht danach aus, oder? Nö. Vielleicht ist irgendwas aufgetaucht. Da kommt noch was hin. Kommt jetzt hier überall noch was hin? Alter, wenn hier überall noch was hinkommt. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
mal, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Sachen. Ja, ich glaube nicht, dass hier alles belegt ist. Wenn das hier belegt ist, dann kommt man ja gar nicht da vorbei. Ich denke mal, ich gehe mal zum Bürgermeister, wenn hier irgendwas gemacht werden muss. Vielleicht kommen wir hier jetzt weiter. Müssen wahrscheinlich mit ihnen reden. Yes. Alle, was? Ach, Whip hat mich gesucht. Okay, ich muss zu ihm. Was will er denn von mir? Du willst was von mir? Hallo, Whip. Vorhin bei den Treffen war ich so von deiner Geschichte fasziniert, dass ich kein Wort herausbrachte. Aber ich habe nachgedacht und ich habe dir noch gar nicht richtig gedankt, nicht wahr? War ich schon wegen dieser Moos-Sache, dass du mein Leben gerettet hast. Du hast mein Leben gerettet und dafür bin ich dir wirklich sehr dankbar. Ach, du musst dich nicht bedanken. Die anderen haben ganz schön ihr Zahnfleisch gefletscht, aber ich will dir sagen, es war nicht deine Schuld. Außerdem musst du dich um viel wichtigere Dinge kümmern. Wichtigere Dinge? Na, du weißt schon, die übrigen Dorfbewohner retten und so. Ja, natürlich, das stimmt. Ich werde sie finden, ich werde mehr Höhlen finden und ich werde auch die anderen zurückbringen. Ich kenne mich nur in der Viehwirtschaft aus. Wenn es also um Fauxpas geht, dann überlass die Sache mir. Okay, muss ich jetzt Fauxpas anreden? Unterhalten? Okay. Aber irgendwas muss hier noch sein. Es glitzert hier noch. Ja, schauen wir uns mal einfach mal um. Irgendwo muss es hier noch weitergehen. Nicht umsonst glitzert der Stern. Hier hinter ist auch nichts. Ich könnte ja auch die Wahrsagerin ansprechen. Könnte ich tun. Vielleicht ist hier was in meinem Haus. Vielleicht ist sogar in meinem eigenen Haus irgendwann mal was. Hier sind zwei. Irgendwo. Hier. Wisst ihr was? Ich gehe eben kurz herausfinden, wie es weitergeht. Und dann war es das auch eigentlich schon mit. Doch, hier Laubstadt. Tal der Läden. Ganz hinten. Hier ist kein Sternchen. Ich kann ja kurz gleich gucken, ob beim Sandstrand auch irgendwie ein Sternchen ist. Bevor ich zu ihr reingehe. Nein. Also hat es was mit den Fauxpas vielleicht zu tun? Weissagen lassen. Das machen wir noch. Ich sehe, du bist an einer Kreuz, lass mir dein Schicksal, wo du als nächstes hinsalzt. Das kostet 300 Gold. Ja, ich bin gespannt. Ich habe es. Fühle Whips Ranch mit Fauxpas. Okay. Das ist die Lösung. Ich muss Fauxpas jetzt sammeln. Ich würde sagen, das kann ich auch offscreen machen. Ich stelle mich jetzt mal in Position. Oh Gott, schon, egal. Das kann ich auch offscreen machen. Dann soll ich da was füllen. Interessant. Dieses Spiel ist schon interessant dargestellt.
Ja gut, Leute, dann werde ich mir ein paar Fauxpas schnappen. Und wir sehen uns dann, wenn ich soweit alles habe. Eigentlich schon beim nächsten Mal schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal, denn das war's mit Array Shuffle Dungeon. Wenn es euch gefällt, könnt ihr eine positive Bewertung da lassen. Oder einen Kommentar, wie ihr wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, bis dann.